Episode von Masters of the Dice hier auf YouTube und auf TV Berlin. Ich freue mich, euch wieder zu dem größten Fantasy-Rollenspiel der Welt zu begrüßen. Wir spielen hier Dungeons & Dragons und wir freuen uns, dass wir schon jetzt bei der 7. Episode gelangt sind und bedanken uns natürlich auch bei all unseren Partnern, Sponsoren, Freunden, die uns unterstützen. Näheres könnt ihr dann im abspannenden Credits sehen. Herzlichen Dank allen, die uns dabei unterstützen, dass wir hier vorankommen und diese Sendung machen können. Und unsere Fans. Ein kurzes Rekapitulieren, wo wir stehen geblieben sind. Die Abenteurer haben es ja geschafft, ihre verschwundenen Gefährten Ara und Katara wieder aufzufinden. Nämlich sie waren in einer Würfelbox. Ja, versteckt, gefangen genommen, aber diese Würfelbox hat die anderen nicht aufgehalten, nachdem sie mit mehreren Zaubersprüchen und sie mussten noch einen merkwürdigen Schädel, der auf einmal aufgetaucht ist, auch entfernen. Das alles hat funktioniert und endlich sind sie wieder vereint. Die Zusammenkunft konnte mit großem Umarmen und warm ums Herz ist allen Spielern geworden, allen Abenteurern. Aber sie sind nach wie vor auf der Suche nach dem Geheimnis von Jabal Sarahin, dieser Festung, und nach wie vor auf der Suche nach dem Vater von Farah, dem Scheich, der verschollen ist, den sie auch hier vermuten. Und nun haben sie einen Raum weiter sich bewegt, nachdem sie ja die Würfelbox zerstört haben und haben auch den Adler Idir vorgeschickt, von Turil, der festgestellt hat, dass Stufen nach unten führen. Aber auch deine Sackgasse zu sein scheint. Sie glaubten nicht daran, die Abenteurer. Und recht hatten sie, denn als Mira und Glim und auch Turi sich fortbewegt haben, nämlich nach unten, die ersten Stufen erklommen haben, nach unten rumpelte. Es gab ein riesiges Geräusch von einer Tür, die zerbarstet und mehrere ungemütliche Kreaturen sind rausgekommen und stampfen jetzt hoch. Und da sind wir stehen geblieben. Was macht ihr? Die Initiative haben gleichzeitig Mystik, Farah und A. Ich gucke mich nur um und sage, nein, Leute. Ja. Du bist ja weiter hinten, du bist sozusagen noch nicht, die Nachhut hast dich ja positioniert, Farah, mit deinem Panther. Turin, Lim und Mira sind ja schon einige Stufen unten. In der Mitte befinden sich Katara sowie Mystik und Ara, die dann auf jetzt auch hören, was da passiert. Das Gerumpel und ihr hört laute Geräusche von Gestalten, die vermutlich jetzt so die Treppe hochkommen. Ich rufe und auch so, hallo, gehen! Also ihr rennt ja zurück gerade, ne? Also ihr kommt aus der, also ihr rennt quasi Treppen wieder hoch gerade, oder? Da wird das jetzt Also ihr seht vor, ihr seht also Glim und Turi und auch Mira, ihr seht die Gestalten, die ihr jetzt hier auch auf dem Plan sehen könnt, Oberkörper frei, also ähnliche Gestalten, wie sie auf dem Marktplatz zu sehen waren. Humanoide Kreaturen mit Masken. Die Masken sehen aber auch so aus, als ob sie so schlangenartig wären, als ob sie so eine Schlangenmaske hätten. Irgendwie so. Und sie haben in den Händen verschiedene Waffen. Die einen haben Äxte, die anderen haben Schwerter. Sogar Schwerter, die so aussehen. Die sind jetzt auf euch gerichtet. Auf dich, Glim. Du bist nämlich ganz vorne. Siehst du, einige Meter, gerade mal 2-3 Meter von dir entfernt, jemanden hochkommen, die Treppen hochkommen, der so schon dich bedroht und zustechen will. Was macht ihr? Naja, ich sehe es ja an sich nicht, ne? Nein, du hörst nur, es ist so, oh, oh Gott, ja, nein, Dinge.
ich stehe einfach, also ich gehe ein bisschen nach vorne. Bist also ich du war ja nee. Okay. Ich warte genau hinter der Falle. Ja. Also ich warte vor dem, also Loch vor der Falle. Genau, du wartest. Okay, was machen Ara und Mystique? Ich bin kampfbereit und gehe mit. Also ja, weil da kann man doch richtig kacke kämpfen in so einem, auf der Treppe. Sie können aber ihren Feuerbauer zum Beispiel. Aber ja, das ist ja eben Glimm, ich muss auch vor die anderen. Vor uns, ja. Aber der andere ist ja quasi schon vor. Aber ich muss doch auch vor Glimm. Ja, aber geht ja gerade gar nicht. Feuerball schmeißen. Ja, ja, aber ich dachte, dass die anderen. Treffen. Ja, aber ja, eben. Keine Zeit zu diskutieren, aber du kannst ehrlich sagen. Also du machst ja, ich gehe einfach, genau. Geh einfach mit. Genau. Du gehst runter und ja, stürmst auch die Treppe runter auf den, den Kampf, den Fight. Mystique. Ich mache mich unsichtbar. Natürlich. Also auch kann ich euch schützen. Okay, auf einmal ist Mystique verschwunden. Ihr habt schon fast. Okay, ich nehme Katara mit, ja, weil ich kann eine mitnehmen. Hast du dir das Ding in den großen, die große Unsichtbarkeit? Ich glaube nicht. Du hast nur die normale Unsichtbarkeit. Okay, dann. Bist du unsichtbar? Wer will unsichtbar sein? Du kannst nur eine erstmal mit deinem Spiel. Ja, ich weiß aber. Ich will unsichtbar sein. Okay, ich mache sie erst unsichtbar und ich noch nicht. Okay, das heißt, eure beide Aktionen ist, deine ist den Spruch zu machen und deine unsichtbar zu werden, quasi. Du machst sie unsichtbar. Katara schon. Kannst du verbleiben, wenn dein Katara. Katara ist schon wieder verschwunden. Der Vogel schwingt schon an. Ja, also ich würde mich auch in die Richtung der Treppe bewegen. Okay. Also, aber natürlich ein bisschen vorsichtig. Und natürlich gucke ich, wo alle hinlaufen. Ne? Nicht, dass ich irgendwie jemand anrempel oder so. Aber du bist unsichtbar jetzt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn ich unsichtbar bin, kann man mich trotzdem berühren. Also wenn man weiß, wo ich bin, dann... Man kann es nicht sehen, das heißt, genau, aber ich bin zwar, also genau. Überraschend heißt, man kann es nicht sehen. Aber wenn jetzt so ein böser Typ hier gegen mich rempeln würde, würde er denken, oh, hier ist ja, genau. Muss ja irgendwas sein. So also, Mystique, sagst du denn den anderen, dass du sie unsichtbar machst oder nicht? Nein, sonst wären es ja auch noch die Bösen. Ich meine, Mystique, gibst du irgendwie ein Zeichen vorher? Ja. Den anderen. Machst Habt ihr verstanden? Gut. Wichtige Info jetzt. Das ist wichtig, das soll ich nicht wundern. Wir sehen okay. Das hier unten. Wir sehen dich ja gar nicht. Nee, die im Gang sind, sehen es nicht. Das ist ja noch nicht mehr, was da passiert. Okay, das heißt vier, eigentlich fünf, aber vier stürzen, drei sind ja schon, noch eine weitere, nämlich die Ara stürzt auch runter den Gang und ja, ich würde sagen, nächste Runde Initiative. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Oh, das ist so gut. Hm? Okay, ihr seht fünf Gestalten. Hier auf dem Plan könnt ihr sehen, dass fünf auf euch so zustürmen, Treppe hoch und jetzt direkt im Nahkampf als erster. Was hast du, Turi, als Initiative? Acht. Ah, nicht so gut. Das ist gut. Tara, was hast du? 18. 18, das hört sich besser an. Mira. Du hast 18, oder? Ja, ich hab gesagt. 6. Okay, ist schon ein bisschen eingeschüchtert anscheinend. Ara. 22. Die stürmt an einem vorbei. Katara. 15. Pumdick. Und Mystique. 12. Und last but not least, Glimm. 18. Der ganz weit vorne ist, hat ja dein Schwert gezückt und will auf Glimm einschlagen. Aber Ara, du bist schneller. Du hast die Initiative und stürzt so, fast schiebst du auch schon Turi so ein bisschen langsam. Mira auch irgendwie, sie scheint so ein bisschen paralysiert zu wirken, als sie völlig, also auch überrascht. Ne, die Tür unten, also die Vermutung war richtig von dir, Mira, dass es nicht sein kann, dass es eine Sackgasse war. Nämlich das, was der Adler gesehen hat, war schon eine Wand, aber anscheinend eine andere Art von Wand.
Jetzt ist da eine zerstörte Tür, die auf dem Boden ist, und da sind die rausgestürmt. Aber ihr seid trotzdem überrascht oder paralysiert, ihr beide anscheinend, weil ihr nicht so gut reagiert mit eurer Initiative. Aber Ara hat sich an euch vorbeigeschoben, ist jetzt ganz vorne an die Lebensseite, so wie es eigentlich von Anfang an noch geplant war. Was machst du? Ich möchte jetzt endlich eine Flammkugel schmeißen. Ja! Yeah. Los, Ara! Ja! Okay. Ich brenne! Ja, du hast so lange drauf gewartet, dann soll das halt so sein. Endlich. Aber du siehst, dass der Gang ist nicht so breit, ne? Egal, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Wo machst du hin? Naja, auf die Gestalten zu. Genau, also mittendrin, und dann hat es ja einen Durchmesser von 1,50 sozusagen. Genau. Und dann lässt die Kugel halt knallen. So. Ja. Wenn die letzte Einzelne, okay. Niemals. Dann mach mal bitte. Mach mal, oh, ich bitte. Eins. Zwei. Scheiße. Ich Was kann ich dazu rechnen? Plus Übungsbonus. Plus, was denn? Nein, warte mal. Du musst gar nichts machen. Das ist schon okay. Du musst ja gar nichts machen, weil der Sprung wird anders. Du hast die Sphäre kreiert. Genau mittendrin hast du gesagt. So, genau. Sie ist ja anders als einige andere Flammensprüche und Feuersprüche. Sie müssen einen Geschicklichkeitswurf machen. Jetzt gucken wir mal so, ob, also, ob ja, die eng beieinander. Ja. Ist sie Bowling jetzt? Genau, ist sie Bowling, ist richtig. Sind ja fünf, drei von denen so. Die merken, was machst du da so? Sprichst du den Zauberspruch aus? Aus deiner Hand kommt eine Kugel, die auf einmal also Flammen strahlen und die dann entzünden, so weiter weg, so mittendrin, wo die sind. Aber das Knallen haben die noch rechtzeitig vernommen, bevor sich die Flammen ausweiten können. Und drei von denen springen noch so zur Seite, so, damit sie nicht ganz so getroffen werden von der Flammenkugel. Aber zwei sind mittendrin und werden davon sehr stark getroffen und brennen. Mach mir den Schaden mit 2 Sechser. Für alle. 2, 5, 7. 7 insgesamt, ja? Okay. Also alle sind affektiert, aber einige etwas intensiver und einige etwas weniger, nämlich die rausspringen konnten, die haben nicht ganz so viel Schaden erlitten von deiner Flammkugel, aber es war auf jeden Fall ein sehr guter Strike, weil sie natürlich die erstmal zurückversetzt, sie brennen und jetzt könnt ihr dann weitermachen. Mit 18 bin die nächste Initiative von Fahrer und von Glimm. Fahrer ist weiter hinten, also deshalb würde ich erstmal Glimm den Vorzug geben. Glimm nutzt die Gelegenheit, konzentriert sich auch. Hey, ihr kommt hier nicht her. Machen wir eine Deutschwolke. Ah, gut, auch mitten bei dir mitten in die Reihen so. Als ob Feuer nicht ausreichen würde, dann noch eine weitere, eine Art Wolke. Also ich meine, es dampft ohnehin schon durch die Flammenkugel, aber jetzt kommt noch zusätzlicher Dampf hoch, eine Wolke. Und in dieser Wolke sieht man mehrere Dolche, so, die so tänzeln, so wie scharfe Klingen. Und sie rasieren die bösen Kreaturen. Guck mal, was hier noch passiert. Kommst du ganz gut raus? Sieht endlich gut aus. Und zwar, mach mir den Schaden bitte, ist ohne Save, ohne Rettungswurf. Brauchst du? 11. 11 Schaden, ja? Sehr gut. Das hat. Ihr seht hier, wie die Kreaturen. Wie diese Schlechter, sind so die gleichen, die ihr auch auf dem Marktplatz gesehen habt, gegen die ihr auch gekämpft habt.
wie die Holy Slayers, die heiligen Schlechter, von dieser Dolchwolke erfasst werden und getroffen werden. Elf war das, ja? Okay. Sehr gut, sehr gute Aktion. Was machst du, Farah? Also ich finde es, glaube ich, quatschig, wenn ich auch noch mit runterrenne. Also da stehen so viele Leute auf der Treppe. Ich mach's trotzdem. Ich gehe einfach auch also um die Falle da rum und schau mal, also ich guck mal so. Ja, wenn was du guckst, siehst du ja, viele Leute vor mir, oder? Viele Leute, ein Kampfgemenge. Du hast, kannst auch sehen, dass da irgendwo qualmt und brennt. Ich meine, hast du ohnehin den Knall gehört, wie Ara geschrien hat, boah, Feuer, walk with me. Hast die Flammenkugel erschaffen und gleichzeitig die rasierenden Dolche, die ihr schon letztes Mal gesehen habt von Glimm. Das kannst du sehen und Geschreie, Kampfesgeschrei, und du erkennst ja auch die heiligen Schlechter vom Marktplatz. Aber also ich kann einen Dolchhagel da machen, Dornenhagel, aber würde ich dann die anderen treffen von meiner Position aus? Naja, es kann schon passieren, sondern du musst ja erstmal einen von denen treffen, ne? Nee, ich meine nur, ob ich, also ich startet der... Du musst ja erstmal einen mit einer Fernkampfwaffe treffen. Dornhagel läuft ja so, du musst ja erstmal einen von denen treffen und dann entsteht ja daraus der Dornhagel. Ach so. Ja. Also du kannst auch was, du kannst deinen Dolch werfen oder was anderes werfen. Ja, nicht, dass er weg ist dann, ne? Ja. Damit geht die sich aus. Nee, ich glaube, ich bleib da einfach stehen und feuer euch an. Keine Ahnung. Ich stark, nee, keine Ahnung, was man soll. Gut. Eine Tierliebe. Ja. Okay, dann haben wir Katara. Also ich stehe ja, genau, ich stehe ja nach oben. Also ich muss erstmal die Treppen runterlaufen zu dem ganzen Geschehen. Genau. So. Okay, dann renne ich, also gehe ich runter, bin ja unsichtbar und gucke mir dieses ganze Tumult an und bin, muss erstmal gucken, wo ich mich jetzt anschließe, weil ihr beide habt es ja eigentlich, sag ich mal, ganz gut unter Kontrolle so. Deswegen würde ich eher auf die anderen weiter losgehen und würde dann einen Hexenpfeil abschießen. Auf wen? Auf, ich meine, sind ja fünf da. Fünf da. Genau. Na, auf irgendeinen. Vielleicht die wir nicht getroffen haben. Ja, das sind genau. Manche, also die ja, weniger Schaden genommen haben als... Ja, jemand, der schon Schaden der schon, hat. Den ich dann sofort aha, töte, so. Gegner dezimieren. Ah, ja, ja stimmt eigentlich auch wieder. Okay, ja. Es ist ja so, du weißt ja, nur zur Information, oder sagst jetzt nochmal, wenn du eine aggressive Aktion machst, dann wirst du wieder sichtbar. Und ein Hexenpfeil ist eine aggressive Aktion. Also nicht gut. Na, doch, kannst du trotzdem machen. Also, weil aber du ich will auch nicht Effekt auf deiner Seite. Ja, aber stimmt schon. Sagst du, ne? Vielleicht mit deinem Dolch oder so? Stimmt. Das ist ja noch viel, muss ich gar nicht Magie anwenden. Aber du kannst, glaube ich, nicht durch die Dolch wirken. Nein, auch anders. Ich würde einfach meinen Pfeil nehmen und würde, obwohl das ist vielleicht ein bisschen, ja, unpraktisch. Wenn ich halt, dass du deinen Pfeil und Bogen nimmst und schießt. Ja, genau, und dann halt einfach schieße. Aber ich habe Angst, dass ich auch meine Freunde oder so treffe. Ja, wenn oder dein Trefferwurf gelungen ist, dann triffst du nicht. Aber nur wenn du natürlich einen Einswurf hast, ja, dann, einen Fail, dann kann es auch unter Umständen sein, dass das dazu führt, dass du einen deiner Freunde triffst. Aber wahrscheinlich ganz 1-20. Nein. Dann mache ich dann hole ich meinen Bogen raus und spanne und würde dann auf den einen schießen, der schon sehr, sehr stark getroffen worden ist. Okay, mach das. Dann zückst du den Bogen. Okay. 12 plus Geschicklichkeit plus Übungsbonus. Sind ihre Pfeile und Bogen 15. dann auch unsichtbar? Nee, jetzt wird es ja sichtbar. Ja, also es ist ja eine aggressive Aktion. Aha, okay. Ja, okay. Ja, 15 insgesamt. 15 insgesamt, du triffst. Ja, du triffst. Sehr cool. Mach mir den Schaden. Also 6er. Dem hier noch. Auf einen ja, verwundet, okay. Ne, auf der stärker verwundet wurde, also auch schon von einer Flammenkugel verwundet wurde. Eins. Plus, okay, ich mach schon. Okay. Der Pfeil trifft ihn hier an der Schulter. Es taumelt so ein bisschen, aber hart im Nehmen. Du brichst den Pfeil so ab, schmeißt ihn zu Boden und ja, du bist jetzt ja sichtbar. Du hast ihn so von der Seite angegriffen. Und guck dich halt so an. Ich bin wunderschön. Versucht, also kann sein, dass er dich jetzt angreift. Mal schauen. Oh nö, das war ein bisschen dumm. Jetzt haben sie
Initiative, jetzt sind Sie an der Reihe. Und fünf. Und es sind genug von euch unten. Ich? Turi ist. Ich muss auch. Ah ja, stimmt. Du hast aber 12. Ja. 14. Wir haben bessere Initiative. Ah ja, so. Entschuldigung. So, Turin ist unten, Mira ist unten, Glim ist unten, Ara ist unten, jetzt bist du auch unten. Eigentlich könnte ich es einfach machen, jeder kriegt einen, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Der Erste entscheidet sich für, der auch ganz vorne ist, weil du bist ja an der Seite. Das heißt, es sind zwei unmittelbar vorne, die angreifen können und eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit eher größer, dass Glim und Ara halt getroffen werden. Das ist ja so, die rüberreichen ist unwahrscheinlich. Genau, so ist ja, jeder ein, jeder von euch kriegt ein. Und mal schauen, ob der eine dann, der seitlich sich angreifen könnte, das tut. Ja, er kriegt auch einen Angriff ab. So, erster Angriff auf Ara mit diesen recht großen, schlechter Messern so, wenn ihr im Wahrsten der schlechter, nicht besser, ist ja schon ein richtiges Schwert. Ich will nicht sterben. Ich auch nicht. Ara, welche Rüstungsklasse hast du? Arcane oben. 14. Okay. Er schlägt zu, aber es geschickt, obwohl du ja lange Zeit ja, irgendwo, ich will nicht sagen, Koma warst, aber nicht aktiv warst, war es vielleicht sogar gut. Du konntest dich ausruhen, bist jetzt voll fit und entkommst halt diesem Schlag, weichst ihm aus, der geht ins Leere. Und Glim eigentlich sehr klein. Du bist nicht so leicht zu treffen, aber mal schauen, was passiert. Gut, so raus ist. Dein Kopf zu spalten. Nein. Nee, trifft dich nicht. Du kannst auch die Ducken ausweichen. Und der Dritte, der auf dich schlägt. Oh mein Gott, ich bin nicht dran. Trifft dich auch nicht. Ich hab Glück, die erste Runde sind sie also anscheinend total von den von der Flammenkugel, von Dorn, Hagel, oh, das war Dolchwolke, Entschuldigung, Dolchwolke und euren Angriffen so beeinträchtigt, dass ihre Schläge ins Leere gehen. Yes. Mystik. Ich werde diese drei magische Geschosse da. Auf wen? Auf drei von die fünf da. Verteilst du, okay. Es sind zwei, die stärker verwundet sind. Und drei, die auch verwundet sind, aber nicht ganz so stark. Konzentrier lieber auf einen. Ich weiß es nicht. Der. Ja, oder auf zwei kann sie okay, auch. Ja. Zwei auf den einen und einen auf den. So kann man es auch machen. Der und der, die fünf, die haben es versucht, dich zu. Okay, entscheide dich. Auf wen machst du denn das magische Geschoss? Ah, okay, ich mache auf drei. Weil okay. Ich habe drei. Jede hat einen. Ja. Die vorderen drei kriegen wir es ab. Okay, du triffst sie, mach den Schaden. Das ist. Da hat jeder was davon. Drei? Also eins. Ui. Und vier. Drei, eins, aber wenn vier, eins nur eins ist. Schade, aber. Nee, sind so. Ja mal einzeln. Aber du bist wenn eins nur eins ist. Aber ist eins. Okay, so dann ist vier, Moment. Zwei und fünf. Stimmt. Ich habe das vergessen. Also die letzten nochmal. Vier oder was ist der letzte? Vier, zwei und fünf. Letzte. Okay, sind noch da. Wanken. Die wanken, aber es macht jetzt noch mehr. Oh nee. Die Furie, die werden auch euch noch schlagen, die werden euch noch treffen. Ihr kommt nicht so ungeschoren hier davon, auf keinen Fall. Gut, dann haben wir noch Turi und auch Mira, die aufmerksam die Zähne beobachtet haben. Was macht Turi? Ihr seid ja auch oben. Und man nicht. Wie bist du von mir? Sechs. Ich stehe mit meinem Bogen rum. Ich stehe, glaube ich, hinter Glim noch, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ist doch voll im Geschehen. Klar. Ich spanne meinen Bogen und ziele über ihn rüber auf den Anwalt, der vorgestanden ist. So, linke Auge. linke Auge. Mach den Wurf. Zack. Wenn du jetzt eine 1 würfelst, triffst du es rechte. Dann kommst du mit Safe Glim. Oh nein.
Eine 1, ne. 10 plus Geschicklichkeit. Plus 14. Plus Bonus, 16. Wenn du von dem Fall noch einen Bonus hast. Also ich weiß nicht, ich kann. Plus 6. Beim Schuh. Nee, das sind schon okay. Mit dem. Das ist alles schon zusammen. Also plus 2 hast du auf den Fall wahrscheinlich. Dann habe ich plus 16. Also dann nimm mal die plus 6 auf deinen Wurf. Mach wie viel? Macht 16? Ja. Ja, dann triffst du. Okay, mach den Schaden. Headshot. Stimmt. 1. Wie? 1. Nee, 7. Nee, dieses plus 6 ist nicht auf Schaden. 1 hast du nur gemacht, ja? Plus 2 von dem Pfeil. Okay, weiß ich Bescheid. Gut, gut. Macht 3. Er ist doch da. So viel geschossen, aber sind 10. Sind auch nicht irgendwie ja, Anfänger oder so, ne? Kein, keine einfache Trick. Beute hier. Okay. Mira, was machst du? Ich. Steht bei Ara gerade einer? Ja, ne? Ja, ja, genau. Die ist ja vorne und da ist. Also ist auch jetzt richtig direkter Nahkampf, Körperkontakt. Dann konzentriere ich mich auf den, der direkt vor Ara steht. Ja. Und schieße meine verborgenen Pfeile aus. Ja, gut, okay. Was war das denn so? Spider-Man. Alles war gut. Wir singen dann noch ein bisschen. Okay, ich mach den Trefferwurf. Plus? Schicke ich mir? Genau. 13. Okay. Plus Bonus? Ja. 15. Genau, das brauchst du, okay, plus. Unter anderem. Und treffen den von Ara hier einmal rechts und einmal links. Ziehen wir den Schaden. Achso, hinter verborgene Pfeile ist noch plus 6, das kommt vorhin. Ja, das ist sozusagen die Summe gewesen von einem, das ist einfach gezahlt. Okay, okay. Achso, okay. Ein W4 ist der, ne? Ja. Mhm. 2. Das ist zweimal, das sind zwei Pfeile. Mhm. Plus irgendwas? Nein. Schade. 4. Okay. Die beiden Geschosse, die du so aus dem Handgelenk hier so rauszauberst, so steuern, fliegen auf ihn zu, treffen ihn hier sozusagen jeweils seitlich am Bauch. Er fällt zu Boden, auf die Knie, aber das eine Auge ist schon zu, so, er ist schon fast tot. Aber er guckt dich noch an, er guckt euch noch an, er ist noch da. Und mit aller seiner Kraft versucht er nochmal so zuzustechen. Weil sie haben es doch gelingt, er ist noch nicht ganz tot. Nächste Runde Initiative. 15. Gut, Turi. 16. Ara. 17. Ich auch 17. Mira, 17. 3. 3. 15. 15. Ich habe 1 gewürfelt. 19. 19. Mystik, und was hat Glee? Hast du in 7 minus 2? Okay. Ja, ich mache noch wieder dieses magische Geschoss. Auf wen? Auf nochmal 3 von dir. Einen, der schon ziemlich tot ist. Der bei Ara. Der bei Ara. Der schon ziemlich tot. Ja, der holt ja auch nochmal aus, also von daher ist ganz gut. Deswegen. Und zwei okay. Andere, egal sehr welche. Gut, dann das machen wir erstmal den Schaden für den Schaden für den, der ziemlich tot ist, brauchst du nicht machen, weil du triffst ihn und dann endgültig kippt er zu Boden, ist tot oder fällt zu Boden. Wahrscheinlich tot. Aber die anderen. Aber was ist mit dem anderen Bein? Ja. Geschafft. Die beiden anderen. 4 und 4. 4 und 4, ja? Okay. Ja. Beide sacken auch zu Boden, sind aber noch da. Also der eine so ähnlich wie der andere auf die Knie. Versucht nochmal zuzustechen und der andere ist auch noch ein bisschen besser auf dem Bein, aber schon sehr stark verletzt. Also taumelt nur noch so wie auf der Stufe rum und lallt irgendwas vor sich hin, aber ist noch da. Mystik nach Mystik kommt von Farah und Mira.
Du bist immer noch oben, ne? Ja, und ich denke mir jetzt mittlerweile, naja, also was soll's. Das dauert anscheinend doch etwas länger als erwartet. Renne runter und möchte auch angreifen mit meinem Dolch im Sprung. Okay, dann springen. Also auf den Kopf. Über alle hinweg, ja, so wie soll's gehen. Ja, ich bin gut im Klettern. Weißt du, so, dass auch die Stufen sind ja nicht so breit. Vor dir sind Ara, Glim, Turil, okay, über Glim, Nira ist auch da, Mystique ist da, also... Ja, ich renne daran vorbei und greife dann jemand an. Dann müsstest du die wegstoßen, dann müsstest du... Ja, kannst du machen, aber dann müssen wir jetzt einen Check machen, ob du die wegstoßen kannst. Also, das ist eng da, ne? Kannst du nicht mal das aus der Ferne machen? Nein, nur diesen Dornhagel, aber dazu muss ich mal einen Dolch werfen. Ah, nee, das ist nicht gut. Okay, was mit deinem Panther oder so, wenn der angreift? Ja, ja, es ist das Gleiche, also es ist ja dann schon ziemlich, also wie ich schon sagte, es ist Full House, so einfach so durchgehen geht nicht. Müsste jemand schon, ey, jetzt komm ich, so. Ja, aber wäre das schlimm, wenn ich euch beiseite drücke? Ja. Nur ob du es schaffst. Versuch's. Nein, es ist ja wurscht. Mach einfach. Ja, ich renne da durch. Du rennst durch. Nee, also ich mach mir den Weg frei. Vorbei. Wie machst du denn das? Was machst du denn? Nee, ich laufe die Treppen runter und... Nee, da stehen die im Wege. Also, vor dir steht zum Beispiel ein Turi und da steht auch eine Mira. Ah, wahrscheinlich mit der Schubsacke das Gleichgewicht verlängern oder sowas. Ja, genau. Da ist halt mach's trotzdem. Oh. Die Treppe nach oben. Na cool. Nee, dann werfe ich mein Dolch jetzt einfach. Okay. Durchfliegt. Also ich schon mit Ziel auf einen schlechten. Klar. Also auf welchen es sind zwei, die etwas fitter sind, die auch ein bisschen versetzt, also dahinter sind. Also die ersten drei, die weiter vorne sind, im direkten Nahkampf, die sind schon ziemlich, also einer ist da sowieso schon tot oder auf dem Boden. Aber einer hatte doch gerade noch so ja, kniet schon, ist eigentlich auch schon so gut wie erledigt. Und der andere Traum, also die drei vorne, also einer ist tot und zwei, die sind ziemlich malträtiert. Und dahinter sind noch zwei, die noch ein bisschen besser drauf sind. Soll ich die angreifen oder wieder eintreten? Also von der Wurfentfernung könntest du es schaffen. Auf den hinteren auch. Mein hinteren. Die unteren triffst du ja sowieso nicht. Irgendwie. Okay, und wenn ich diesen Dornhagel machen möchte, das heißt, ich werfe mein Dolch, wenn der trifft, dann kommt der Hagel. Genau. Okay, also das möchte ich dann machen, falls ich treffe. Mhm. Okay, also ich werfe auf einen den hinteren. Genau. Fliegt durch. Plus was machen wir? Geschicklichkeit? Ja. Bonus? Ja. Und Übungsbonus. 18. 18 triffst. Nice. Dann Schaden? Machen wir erstmal den Schaden und jetzt. Genau, ist ja dann, du machst als Bonusaktion deinen Dornhagel und dann entsteht auf einmal. Schaden ist übrigens 4. Genau, entsteht auf einmal ein Dornhagel so um die Waffe herum und derjenige, den du getroffen hast, weil er merkt, er ist getroffen, aber versucht dem Hagel natürlich zu entkommen. Oh, schafft es nicht. Dann machen wir nochmal einen zusätzlichen Schaden, 10er, ne? Noch 10er Schaden. Wo ist der? Mhm. Wieder ist 12. Der? 10. 10, okay, sehr gut. Und was hattest du vorher noch als Schaden? 4, mit dem 4er. Oh, das ist fast... ich wusste eben auch nicht. Lange Zeit zugeguckt, aber dann so... aus dem Handgelenk. Dann der Dolch wie überall hinweg, so, ne, wie so ein Tennisball. Bogenlampe. Hier schlägt im Kopf da so ein und dann fängt er das Ganze auch an zu kreisen und dann entsteht noch weiter, kommt ein Dornhagel noch auf den Kopf, er ist zwar maskiert, aber auf den Kopf einsteigt und auf den gesamten Körper dieses heiligen Schlechters und der sackt zu Boden und versucht nochmal so irgendwie, die Hand bewegt sich noch, aber er ist schon auf dem Boden, versucht nochmal sein Schwert zu ergreifen und irgendwas zu tun, aber sieht es nicht gut aus, er ist schon ziemlich tot. Also es ist fast tot. Ziemlich tot. Aber mein Dolch ist jetzt weg, ja? Der ist da. Steckt im Kopf. Okay. Der steckt im Kopf, genau. Ich habe noch meinen krummen Säbel. Mira. Turn. Ich nehme das Kurzschwert. Ja. Und zwei sind halbtot und der dritte ist noch drin, ne?
Also im Grunde sind es eigentlich drei Halbfütter. Also alle drei, bis auf einen, alle drei sind schon ziemlich malträtiert und massakriert. Aber ich ziele mit dem Kurzschwert, weil ich renne mit dem Kurzschwert auf den hinteren los. Und auf den jetzt verangriffen oder auf den anderen? Nee, der ist doch tot, dachte ich. Nee, fast tot. Ich hab's nicht mehr. Ja, nee, ich nehme den anderen. Dann nimmst du noch einen, der noch halbwegs fit ist. Genau, ich nehme den halbwegs fit. Okay. Sehr gut, 20er. Dein Schlag. Plus? Geschicklichkeit und Bonus. 16, 18. Nee, plus Stärke in dem Fall, wenn du mit dem Dolch machst, ist plus Stärke. Plus dein Dolch, Bonus. Genau. Nee, 14. Ja, hab ich ja gesagt. 14 triffst du, ja. Sechse? Mhm, jetzt Schaden. Deswegen hatte ich 18. Sechse? Ja. Was soll ich jetzt? 10? Ja. Gut. Sehr gut. 5. Ist noch da. Sehr guter Schlag. Schlitzt ihm so den Arm auf. Er schreit. Ist auch in Rage. Und er zückt auf. Er hat schon ein Schwert gezückt und versucht, dich im Gegenschlag zu treffen. Schafft er nicht. Okay, jetzt sind sie dran. Die noch irgendwo sich halbwegs bewegen können. Mit letzter Kraft auf der, er ist schon auf der Stufe. Ist er schon tot, aber noch ein letzter Hauch in ihm drin. Der vor dir ist Glimm. Der sticht doch hoch. Und du weißt, 20 trifft immer. Und eins geht ihm daneben. Nee, aber er schafft es nicht. Er schlägt daneben, ist ein hilfloser Schlag, ohne Wirkung. Und, aber es sind noch zwei andere da. Ich verstehe, was du meinst. Der eine ist ja auch den Katar angegriffen hatte vorhin. Der ist auch schon ziemlich malträtiert. Taumelt auch schon, dass der hier so ein bisschen taumelt. Schon mit mit Knien schon fast ziemlich gebeugt und gebückt, weil er so stark getroffen wurde, ist von magischem Geschoss und anderen Dingen, die ihr so gemacht habt. Und versucht nochmal dich mitzunehmen. Welche Rüstungsklasse hast du? Gute Frage. 15. Okay. Gut, dann trifft er dich nicht ganz haarscharf. Geht an dir hauchdünn vorbei. Hast du mal Glück gehabt. Und denjenigen, den Fahrer getroffen hat, auf wen schlägt der eigentlich? Mal gucken. Mich? Weiß ich nicht, weil du nicht. Nein, den du getroffen hast. Ach so. Mal schauen. Wenn er sich jetzt aussucht, Turin ist vorne. Und Ara ist auch vorne. Ich habe auch vorne. Aber Ara ist doch näher dran. Ich glaube, er schlägt Ara. Mal sehen. Was sind deine Rüstungsklasse? Aber auch nicht ohne Erfolg. Gut. Schlägt auch vorbei. Bleibt noch der von Mira übrig. Der ist nämlich noch voll da und der holt aus. Auf dich? Genau, ein Gegenschlag. Dem ich aber ausweiche. Ja, den du geschickt ausweist. Ja. Okay, jetzt hat die Initiative, hat das Katara. Ja. Also der Typ vor mir hat ja versucht, mich jetzt zu töten, also beziehungsweise anzugreifen, hat ja nicht funktioniert. Und jetzt bin ich so richtig brutal. Ich will jetzt mal richtig brutal sein. Ich nehme jetzt meinen Dolch und nehme ihn so einen Hahn hoch und dann mache ich immer so zack und so schneide ich so richtig die Kehle durch. Ja, gut, dann der Haare. Ja, das ist gut gemacht. Die Hexenmeisterin zeigt, wo es lang geht. Ja, naja, geht so. Mit 11. Ihr könnt jetzt sowieso alle, seid jetzt stark im Vorteil, ihr könnt noch einen zweiten 20er machen. Machen wir nochmal. Halleluja. 6, 9. 6. Ja, 9. Nee, du bist total. Also triffst nicht. Greifst, kannst du vielleicht den Arsch nicht treffen. Stehst du vorbei. Und er ist auch in Agonie, er weiß es. Ist bald vorbei und dann in letzter Kraft schafft er noch den kleinen Schlag auszuweichen. Dreckskacke. Okay, dann ist jetzt noch Turi dran. Oh. Ja. Dann können wir schießen nochmal. Ich will nochmal schießen. Zieh auf die Haare. Bist du über die Haare? Ja. Genau, ich ziehe auf ihn. Es sind drei sehr verwundet. Ich meine, alle Kies sind alle vier verwundet, aber drei sind absolut total verwundet.
absolut. Zwischenfrage. Der eine ist, am Boden. Der eine ist am Boden und hat er doch so aufgeschaut, wo er noch mit letzter Kraft zustechen. Ich weiß nicht, ob du den nehmen willst oder sogar. Denjenigen, der bei uns am nächsten ist, der sie jetzt angegriffen hat. Ja, okay. Was den nehme ich. 18 plus. Triffst. Ja. Ich denke mal auch. Ja. Der Schaden reicht aus, er ist tot. Gibt auch noch volle. Ist dead. Stell dir vor, im echten Kampf stehen wir auch immer, wenn jemand stirbt. Die Zeit muss sein. Dead. Okay, 2 von 5. Nee, es sind jetzt 2 von 5. Ist der erste jetzt? 3. Nee, 2 sind dead. Ja, also 2 von. 2 weitere sind schon ziemlich dead sozusagen. Und Ara und Glim können noch machen. Also Glim zuerst. Bitte mal. Die deutsche Leute, ich will jetzt weiterhin da. Also macht Damage, genau. Das könnte vielleicht auch noch reichen. Genau. Hast du einen Stamm? Das ist so ein. Na dann, voll verschaden. Dann verbrennt er. 13. Ich bin nämlich nicht so stark. Okay, gut. Mal sehen, der eine noch rausjumpen. Die anderen bleiben nicht. Oh Gott. Ich bin so schlau. Nee, okay. Diese Dolchwolke rasiert noch einmal intensiver diese Runde. So. Damit sind alle dead. Alle? Boah. Alle. Okay. Sie hatten ja auch nicht mehr so viele Lebenspunkte, aber diese deutsche Wolke hat doch mal richtig rasiert. Ordentliche Leistung, Männer. Sehr gut. Okay, ihr seht vor euch 5 schwergewichtige Leichen von den heiligen Schlechtern. Habt ihr wirklich bravourös bekämpft? Was macht ihr? Mal cool. Feiern. Party. Tja. Feuerball. Nein, ich renne los und will mein Dolch wieder haben. Ja. Der Dolch ist ja hier noch drin, ja. So in einem Kopf. Dann steckst du wieder weg. Löse aber erstmal die Dolchwolke wieder auf. Nee, das ist nicht. Ja, genau. Ich habe schon gekämpft, aber hier ganz wieder. Löst die Dolchwolke auf einmal verschwinden die Dolche. Die von Glim herbeigerufen wurden, erschaffen wurden, sodass ihr praktisch ohne Schaden zu nehmen da den Gang lang gehen könnt, beziehungsweise halt auch zu den Leichen gehen könnt, wenn ihr es wollt. Okay. Was macht ihr? Ist die Tür noch offen, durch die sie durchgegangen sind, gekommen sind? Ja, also es ist ja, zerbrochen worden, sozusagen. Ach so. Weil die sind so mit Rage durchgegangen, dass die Tür ziemlich beschädigt wurde. Die ist offen, ja. Dann, Wollen wir uns zuerst die Leichen angucken? Ja, ich würde erst mal schauen, was die haben. Hab ich schon längst gemacht. Meine Magie hat noch mehr Arbeit. Die tragen ja Schlangenmasken, ne? Ja. Ich möchte die richtig wütend abreißen. Einfach kaputt machen. Weil die ist nicht möglich, eine Schlangenmaske zu tragen. Das finde ich gut. Aber nur die Maske, sie sehen ja den Rest des Körpers, dass wir keine schlechter sind. Was hast du gesagt? Wir können uns die Maske aufsetzen und dann getarnt. Nee. Okay. Brauchst du auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass man das abkauft, weil wenn die Gestalt darunter gar nicht zu diesen anderen. Also du könntest auch Oberkörper eigentlich ausziehen. Dann würde ich auch mit Schmier versuchen, so die Rüstung irgendwie so anzuziehen, weil ich meine, es ist schon ein Unterschied, wenn jetzt ein paar Mädels so wie wir so eine Fresse, so halt ein Typen da. Die haben ja keine, also die haben insofern nicht so viel Rüstung. Also klar, gepanzert hier sozusagen vom Bauchnabel runter. Warum sind die oben nackt? Oberkörperfrei gewesen. Die brauchen mal eine bessere Rüstung. Die haben so ein paar Armbänder oder beziehungsweise hier irgendwo hier Schoner haben sie. Auch irgendwo ein Schoner, auch so ein bisschen. Das nehme ich ab und mache mir das um. Was machst du ab? Ja, diese Schoner, das finde ich cool. Du bist eine zierliche Frau, also zwar gesteht auch muskulös, klar, aber da ist er doppelt so wie dein Oberschenkel eigentlich. Dann siehst du nur den Oberschenkel. Das wollte ich gerade fragen. Nee, dann lassen wir das. Hat der, den ich ermordet habe, mit dem Dolch im
im Kopf. Mörderin, ne? Hat der irgendwas anderes Auffälliges an sich? Also irgendwas, was ich... Müsst ihr runtergehen und untersuchen? Ich untersuche ihn. Ich gehe auf die Knie und schaue mir seinen ganzen Körper von oben so an. Wer untersucht? Oh. Damn. Wir sind ja auch schon eine Weile unterwegs, Leute. Könnt ihr alle gut rausgehen? Zwölf hier, ja? Na gut. Nein, ich wollte nur wissen, was der für Waffen an sich trägt, ob der Schmuck trägt, ob der... Ehering. Komm, und ist er tot? Ich meine, das mit der Ehe hättest du ja vorher überlegen müssen. Wenn er dir gefallen hat. Nicht blöd. Okay, ich schau mir das Gesicht mal genauer an. Also die unter der Maske, ne? Ja. Und Loch in der Stirn. Schon ein bisschen ugly. Alles nicht gut? Nee, ich weiß nicht, weil ich kenne jetzt den Typen. Ja, dann gehe ich direkt vom Gesicht weiter. Also noch. Das ist nicht so angenehm. Also gut, er ist jetzt sowieso das blutüberströmte Gesicht. Und hat der eine normale Hautfarbe, also so wie ich auch? Oder ist die eine andere Farbe? Ja, ein bisschen dunkler, so bräunt oder beziehungsweise so mulattig. Das suchen wir gerade. Genau, also du findest noch was. Also ich gehe jetzt mal der Reihe nach. Wir haben fünf Leichen. Eine guckst du dir jetzt an, dann konzentrieren wir uns jetzt mal auf deinen, also die Kamera guckt jetzt auf deinen Leichnam, auf dein Opfer. Und da findest du, also erstmal, der hatte eine Axt. Der hatte auch noch eine große Axt, eine schlechte Axt. Und ansonsten findest du noch ein Fläschchen, so ein kleines Fläschchen. Und du findest auch einen kleinen Dolch bei ihm. Juhu. Und sonst kein also ein bisschen Geld. Also ein Beutel, so kling, kling, kling. Ist irgendwie ist ein Geld drin. Wie viel? Münzen drin. Erzählst du da jetzt? Oder? Ja. Du fängst an zu zählen, währenddessen können wir, genau, wir können nach einer kleinen Pause können wir kundtun, welcher Reichtümerfahrer in dem Beutel dieses Leichnams halt, dieses Opfers, das der Heiligen Schächter gefunden hat. Sind es 5, sind es 10 oder vielleicht sind es 100 Gold Pieces, Goldstücke, wir werden es sehen. Kurze Pause. Können wir wissen, um wie viel die Reichtümer der Prinzessin gestiegen sind.